kaufst die Jacke nicht, oder was? Nein. Was machst du jetzt? Nach Hause? Ja? Nichts. Danach? Nach danach? Du bist ein blöder Mann. Oh, Scheiße, Hugo Boss. Kann ich einmal probieren? Was, nein. Einmal anziehen, nein. Einmal probieren. Hey, Mikey. Mikey! Du musst mehr auffangen, Mann. Warum machst du dich so unsichtbar zwischen dieser ganzen Milchfressen-Putin-Gesichter? Ja, Mann, du musst mehr Style. Du brauchst geile Klamotten wie ich. Wir haben Auto geklaut. Geklaut! Und jetzt müssen wir Benzin leihen. Klauen. Leihen! Ich arbeite später mal beim Fernsehen. Mein Traum ist es, später eine Quizshow zu moderieren. Irgendwann will ich mal Lottofee sein. Da muss man nämlich immer nur diese Wörter, also diese Kugeln, einfach immer nur irgendwie wieder rausholen. Immer diese Kugeln da irgendwie wieder rausholen. Irgendwas mit Zahlen oder irgendwas mit Wörtern. Komm und lass uns, komm, lass uns fahren, solange sich der Motor dreht. Dann lass uns dort bleiben, bis einer von beiden geht. Schwachköpfe. Vollprofi. Du bist einfach gegangen. Du warst plötzlich weg. Was? Bist du verliebt? Mein Gott. Die Mädels. Die Liebe. Der Lader kam ins Rutschen, blieb hängen und überschlug sich. 3, 4, 5, 6, 7, keine Ahnung, er überschlug sich und blieb dann liegen. Oh mein Gott, ist euch was passiert? Wo ist euer Vater? Wo ist eure Mutter? Wer ist denn gefahren? Ich bin gefahren. Die Schranke vor uns neigte sich unentschlossen nach hinten, kippte krachend um und hielt uns 12 rotierende Räder entgegen. 30 Meter vor uns. In absoluter Stille glitten wir auf diese Räder zu und ich dachte, jetzt sterben wir also. Jetzt kehre ich nie wieder zurück zu Isa Schmidt und ich dachte, ich müsste mich wohl bei meinen Eltern entschuldigen. Und außerdem dachte ich, Mist, nicht zwischengespeichert. Alles, was ich habe ich von dir. Alles, was ich